Wir haben das heutige Thema gewählt, weil die österreichische Wirtschaft endlich wieder im Aufschwung ist und die Unternehmen in Österreich und in der Steiermark noch weit mehr Aufträge annehmen könnten, hätten sie auch die entsprechenden Fachkräfte dazu. Die fehlen uns und darum müssen wir uns diesem Thema widmen. Also zum einen gibt es weniger Jugendliche an und für sich in Absolutzahl, auf der anderen Seite gibt es viele neue Möglichkeiten auch im Bildungsbereich abseits der Lehre und diese werden verstärkt wahrgenommen. Ein wesentlicher Grund ist, dass jedes fünfte Kind in Österreich nach 9 Jahren Schulzeit nicht ausreichend die Grundfertigkeiten wie sinnerfassend Lesen, Schreiben und Rechnen beherrscht und damit entziehen wir unserem dualen Ausbildungssystem eine ganz wesentliche Grundlage. Wenn es uns gelingt, bei den Kindergärten und bei den Volksschulen, dass man dort mit einem sehr geringen Aufwand einen maximalen Ertrag erzielen kann, dann erhöhen und erweitern wir einmal das Potenzial jener Kinder, die später überhaupt einmal in der Lage sind, einen Lehrberuf zu ergreifen. Ich glaube, der Lehrberuf muss attraktiviert werden. Er ist gut bezahlter, zukunftssicherer Job. Man muss das mehr in der Öffentlichkeit kundtun und dafür Werbung machen.